Herzlich willkommen zur Videoanleitung der ITP16. Beginnen wir mit dem Lieferumfang. Die ITP16 ist eine Temperaturanzeige zur Überwachung und Steuerung industrieller Prozesse. Sie besitzt einen analogen Eingang, der wahlweise lineare Spannungs-, RTD- oder TC-Signale verarbeiten kann. Für den Betrieb benötigt sie eine Spannungsversorgung von 24 Volt DC. Außerdem besitzt sie einen digitalen NPN-Transistorausgang, wodurch eine Last bis zu 42 Volt DC, 200 mA, gesteuert und eine Zweipunktregelung implementiert werden kann. Diese einzelnen Gruppen, Eingang-Ausgang-Spannungsversorgung, sind galvanisch voneinander getrennt. Die ITP16 besitzt eine zylindrische Oberfläche mit einem Durchmesser von 22,5 mm. Neben dem Gerät sind ein Befestigungssatz und die Bedienungsanleitung enthalten. Kommen wir nun zum Versuchsaufbau. In unserer Beispielapplikation verbinden wir die Temperaturanzeige ITP16 direkt mit dem DTS-125L-PT1000-Sensor von Accutech. Wir möchten die Umgebungstemperatur ermitteln und sie uns auf dem Display anzeigen lassen. Außerdem möchten wir den NPN-Transistorausgang der ITP16 nutzen, um die interne Regelungsfunktion zu verwenden. Hier möchten wir beispielsweise mit ihr über ein digitales In-Output-Modul, das MK110, auch von Accutech, eine Hängeleuchte ein- oder ausschalten. Damit die ITP16 das Signal vom PT1000-Sensor empfangen kann, verbinden Sie diesen über die Anschlüsse AI2 und AI3 bei einem zweidrahtigen Leiter. Um die ITP16 mit Spannung zu versorgen, wird sie an 24 Volt DC angelegt. Der NPN-Transistorausgang wird mit den Eingängen des MK110 verbunden. Der Relaisausgang des MK110 wird mit der Hängeleuchte und 230 Volt AC in Reihe geschaltet. Kommen wir nun zu den einzelnen Funktionen und der Konfiguration. Die ITP16 wird eingeschaltet. Sie zeigt ein Signal am Display an und muss nun entsprechend des PT1000-Sensors konfiguriert werden. Dazu finden Sie drei Programmiertasten auf der Oberfläche. Um ins Menü zu gelangen, halten Sie die POC-Taste länger gedrückt. Im ersten Beispielfall möchten wir uns nur die Temperatur anzeigen lassen. Navigieren Sie dazu mit Hilfe der Up- bzw. Daumenpfeiltaste zum Menüpunkt IN.T, um das passende Zeichen für den von Ihnen benutzten Sensortyp auszuwählen. Hier haben wir eine große Auswahl von Widerstandsthermometern und Thermoelementtypen vorliegen. Wir benötigen hier das Zeichen PIE3, da wir hier einen PT1000-Sensor haben. Bestätigen Sie die Eingabe mit der POC-Taste. Navigieren Sie anschließend zum Menüpunkt 2U3U, um entweder die 2- oder 3-Draht-Verkabelung entsprechend Ihres Sensors auszuwählen. Wir benötigen für den PT1000-Sensor von Accutech einen 2-Draht-Anschluss. Navigieren Sie anschließend zum Menüpunkt DI.P, um die gewünschte Dezimalstelle auszuwählen. Wir wählen hier eine Nachkommastelle und bestätigen wieder mit der PROC-Taste. Die Konfiguration des Messbereichs, also Ober- und Untergrenze, erfolgt bei TC- und RTD-Signalen automatisch und muss nicht mehr separat eingegeben werden. Des Weiteren können mit Hilfe der Filterzeitkonstante TD unerwünschte Signalschwankungen unterdrückt werden. Im folgenden Beispiel ist diese Funktion nicht erforderlich und Sie können die Filterzeitkonstante TD deaktiviert lassen. Durch längeres Drücken der PROC-Taste wechselt die ITP16 in den Anzeigemodus. Die Umgebungstemperatur wird uns angezeigt und beträgt ca. 27,4 Grad Celsius. Als zweites Beispiel möchten wir nun eine einfache Alarmfunktion anzeigen lassen. Das heißt, die ITP16 fängt bei Unterschreitung eines vorgegebenen Sollwertes am Display an zu blinken. Außerdem soll durch den NPN-Transistor und über das MK110 die Hängeleuchte eingeschaltet werden. Gehen Sie zu D.FNC und wählen Sie den Alarm auf On. Nun muss die Alarmart genauer ausgewählt werden. Navigieren Sie zu CNT und dort haben Sie die folgenden Regelfunktionen zur Auswahl: Alarm innerhalb der Grenzen, Alarm außerhalb der Grenzen, eine Kühlungsfunktion
eine Heizfunktion und die ausgeschaltete Regelfunktion. Im Video zu IDP 11 und IDP 14 wurde der Alarm innerhalb und außerhalb der Grenzen und die Kühlfunktion präsentiert. Hier wollen wir jetzt die Heat-Funktion testen. Mit ihr soll also die Hängeleuchte eingeschaltet werden, welche auf den Temperatursensor scheint. Bei Unterschreitung eines zu geringen Sollwertes soll die Erwärmung durch Beleuchtung stattfinden. Dafür müssen noch die Sollwertgrenzen eingestellt werden. Gehen Sie zu sp.low und wählen Sie die gewünschte Untergrenze aus. Hier wählen wir zum Beispiel 30 Grad Celsius. Da es sich bei Heat um Erwärmung ab einem maximalen Punkt und nicht einen Bereich handelt, sind Unter- und Obergrenze identisch. Gehen Sie anschließend zu sp.high und fahren Sie genauso fort. Sie sehen, dass die Hängeleuchte sich einschaltet und das Display der ITP 16 durch die Alarmfunktion zu blinken anfängt. Wie zuvor wird die Umgebungstemperatur ab ca. 27,4 Grad Celsius angezeigt. Weil aber der NPN-Transistorausgang die Hängeleuchte eingeschaltet hat, beginnt der PT1000-Sensor sich durch das intensive Licht zu erwärmen. Die Heat- und Alarmfunktion der ITP 16 sind also aktiv. Sie bleiben so lange eingeschaltet, bis die Sollwertgrenze, also 30 Grad Celsius, erreicht ist. Danach schalten sich diese wieder aus. Sollte die Umgebungstemperatur des Sensors wieder unterhalb der Sollwertgrenze sinken, beginnt der Alarm von vorn. Der NPN-Transistorausgang schaltet die Hängeleuchte zur Erwärmung wieder ein, bis 30 Grad Celsius wieder erreicht sind. Die Regelungsfunktion der ITP 16 kann beispielsweise so für Ihre Applikation genutzt werden. Vielen Dank für Ihr Interesse an der ITP 16.